Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, immer noch mit dem Gladiator kämpfen wir uns durch die Kolosseen. Es gibt ja ganz viele Kolosseen in diesem Spiel. PvP-Arenen, alle gehen rein. Jupp, scheinbar gab es jetzt neue Infos. Zuerst einmal, ja, über das Cloth-System. Also alle Kleider werden jetzt sich bewegen in dem neuen Patch im Dezember. Und außerdem noch, jetzt muss ich gerade ein bisschen raten, ich habe es vorher gewusst, aber jetzt wieder nicht mehr. noch ein Info über irgendwie, ja, dem Client, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Vor allem, es war etwas richtig Cooles. Ja, da kann man das jetzt hier in-game auch nicht nachschauen. Da kann man immer nur die neueste News nachschauen. Und ja, das ist noch ein bisschen blöde. Naja. Vielleicht dann im nächsten Part, kann ich sagen. Aber jetzt ist es mir gleich wieder weggeschluckt. Vor lauter anders denken, weil ich will ja jetzt noch kurz die Attack Speed holen von den Banditen. Dem Kraitlin. Und ich möchte noch, eines der Properties machen. Aber ich weiß jetzt nicht genau welches. Das werden wir dann schauen. Die verlangsamen uns irgendwie. Und ich habe mich nur schlecht gewirbelt. Weil der Wirbel, also der Zyklon ist natürlich viel schwer zu ja, steuern als zum Beispiel der Wirbelwind aus Diablo 3. Und das nervt mich manchmal auch ein bisschen. Ist einfach gedrückt lassen. Ich habe ja genug Mana jetzt. Jo. Und ja, der Blade, World of Blades ist richtig gut. Also, die Worte der Klinge ist nett. Macht zwar nicht viel Schaden, aber dafür ist es eben Chain. Es kettet. Also Ketten kommen raus. Ich frage mich, ob ich das noch schnell machen kann. Ich muss da mal kurz schauen. Also es gibt Bewegungsgeschwindigkeit auf einem der blauen Nodes hier in der Nähe. Ja, das wäre noch richtig gut mit Dingen, aber das können wir auch mit Items bekommen. Irgendwo hier. Das ist Increased Bewegungsgeschwindigkeit. Movement Speed. Dann haben wir... Haben wir hier... Nee. Tja. Irgendwo muss irgendwas Grünes sein. Bewegungsgeschwindigkeit. Da ist zum Beispiel Movement Speed noch drauf. Und hier drüben. Critical Strike. Ja, ist nicht so gut übersichtlich. Ja? Da ist auch wieder Movement Speed. Man schafft schon ein paar Movement Speed, aber die Frage ist auch, wollen wir das investieren? Es ist... Weil ich habe da noch einen anderen, den ich gerne machen möchte und der nicht allzu viel andere Punkte braucht. Ja, hier ist nochmal Elemental Resistance. Aber eben
Sonst ist es recht wenig Movement Speed. Oder ist es weiter oben? Ich will nicht hier hinkommen. Das auf keinen Fall. Tja, ja. Da ist noch Harrier. Genau. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche eben bessere Items. Das ist es auf jeden Fall. Hm? Zerbursted. Also machen wir Attack Speed. Hm? Ich denke, das ist schon am wichtigsten. Auf keinen Fall. So, jetzt habe ich 8% mehr Attack Speed. Cool. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück, gell? Ja, das Spiel, das ist schon ein bisschen tückisch, also. Dass ich da alles immer wieder für Sehnsüche nach einem neuen Beta habe, das ist irgendwie nicht so gut für ein Spiel, das so umfangreich ist. Die sollen lieber irgendwie besseres Pack machen oder sonst irgendwas. Weil ich muss ja alles respecten, wenn ich ein neues Bild müsste machen. Das kann ich nicht aus Selfhand. Das können die machen, die ja die ganze Zeit handeln. Und ich bin ja ein Handel-Ablehner, sozusagen. Jo, und deshalb wird das mal für mich halt tausendmal schwer. Also was ich noch machen könnte, ist ein Duelist mit Immortal Blow, oder wie das heißt. Das mit der Explosion, mit Fire Damage. Der Bild, der hat mich wirklich extrem fasziniert. Ja, und den könnte ich vielleicht noch machen, aber dafür müsste ich alles ja selber machen oder nicht Aufnahmen. Weil ihr wollt ja sicher nicht wieder der vierte Charakter sehen, wie ich ihn groß mache. Und ich habe so wenig Zeit. Ich hatte gestern überhaupt fast keine Zeit zum Spielen. Ich müsste alles irgendwie ein bisschen quetschen. Und musste das noch nebenbei neben Sport machen. Also ich hatte Sport nebenbei gemacht und hier ein bisschen gelevelt und immer wieder Sport gemacht und wieder gelevelt. Ah, schon extremst. Ja, ich brauche auf jeden Fall Hast. Das ist das Wichtigste. Da muss ich Hast reinlegen, hä? Mach ich also gleich mal, ey. Sonst kommen wir da nie weiter mit dem Zyklon. Hä? Das größte Problem ist auch, dass man halt die Gegner nicht so schnell erreicht und deshalb viel Schaden bekommt. Ja, schwer. Also, Hast, Zyklon, Hast. Gibt wirklich kein Hast. Hast. Wieso habe ich kein Hast? Hello. Calling Strike ist angeschaut. Und wie funktioniert das ungefähr? Ah, das ist der macht, dass man, wenn man nur unter 10% Leben hat, also die Gegner unter 10% Leben haben, sie total zerstört werden. Also nicht dann noch mehr Schaden bekommen und noch überleben. Sondern sofort sterben. Ja, schon cool. Also es ist ja auch gut wegen dem Attack-Bonus. Okay, dann haben wir
hier vielleicht den hast, sonst muss ich zurückgehen. Und den normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, ist eine Double- und Dual-Strike. Kein Hast. Sieht auch ungefähr so aus, aber... Also hier ist es sicher. Nehme ich das Hast mit und tue es ja, für den Cold Damage ein, also Hardred einsetzen, hä? Da ist es, Hast auf Level 5. Gut, Hardred muss ich lassen, dann muss ich Harald auf Eis mal austauschen, hä? Das brauche ich ja sowieso nicht. So. Und zwar, ja, Hardet und Hast geht nicht gleichzeitig. Ist 29%. Okay. Oh, yeah. Also muss ich Hardet aber zuerst weglegen. Herr. Und jetzt Hast einlegen. Also Schaden mache ich ja auch ohne Hardet. Jetzt muss ich nur Zeit haben, also keine Gegner haben. Ja, viel schneller ist es natürlich auch nicht. Muss ich den zuerst leveln, ne? Aber gut, Spinne ist der Zyklonia. Auch eben zu schwere Steuerung, aber das ist ja nicht so schlimm. Man kann alles lernen, das mit Steuerung ist. Vor allem in GTA Online, das Steuern jetzt mit Gamepad, das ist schwer für mich. Das ist extrem schwer. Ich liebe die Bällchen. Ich mag die Endurance Chargers und Frenzy Chargers richtig gerne. Früher habe ich immer einen Hass davon gehabt, weil ja, man muss ihn immer wieder hochhalten und sonstiges. Hatte ich immer eine Ablehnung. Oh. Nett, nett. Also zuerst einmal, ich muss jetzt, ja, da waren wir das weg. Genau hier muss ich Intelligenz nehmen. Hard Knocks heißt das. Genau, Intelligenz. Dann muss ich wahrscheinlich nach Norden. Ich muss unbedingt zu AOE auch noch gehen. Mit so viele Gegner hier. Heftigst. Oh, Engraved Sword. Great Sword. Hallo, Gifter. Und habt ihr Spaß, mich zu vergiften? Ja, wirklich? Wunderbar. Schön. Also gehen wir weiter. Gift. Git. Irgendwann jetzt kommt der Endboss und tötet mich. Diesem Ding. Ja, sag. Wahl. Ah ja. Jetzt besiegt die doch. Nur ein bisschen vernebelt, mehr nicht. Steel Heft. Ja, das war nix hier. Hä? Wieso haben wir jetzt diesen Schrein? Da hinten ist er. Nein, nur ein Ornate Mace. Oh, nicht schon wieder, ey. Immer diese Down-Fragmente.
Ich habe schon extrem viele ausgelassen. Es ist nur das Ding, solange man nicht Aziri machen kann, haben wir keine Chance, oder? Ja, aber auf jeden Fall können wir dann etwas aushalten. Ich muss unbedingt mehr live natürlich auch machen, aber das Wichtigste ist Defensive, unbedingt. Es tut mir immer so leid, wenn ich alles Defensive mache, hochstecken muss, aber das ist das Spiel, will so sein, also. Entwickler machen da eine schiefe Bahn. Ich will nicht noch mehr Probleme haben. Jetzt in der neuen Season wird es wieder neue Probleme geben. Und dann immer weiter, immer weiter. Bis man dann nichts mehr aushalten kann. Direkt beim ersten Gegner stirbt und einfach keine Chance mehr hat. Auf keinster Weise. So, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich noch kurz Challenges Properties. Wir haben keine. Dann habe ich schon gemacht. Ja, ich habe schon gemacht. Es war im Gefängnis habe ich das gemacht mit dem Bogen, aber das hatte ich hier schon gezeigt, glaube ich. Oh nein, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich habe einen Bogen bekommen, der Blitzschaden macht und sonst nichts. So, echt wenig. Aber hatte mega lange alles müssen zurücksetzen, wieder reingehen und wieder die Gegner wieder zurücksetzen und alles. Schon schlimm. Schlimm genug. Ja, dich brauche ich gerade nicht. Ich muss hier kurz schauen. Genau. Hä? Böse Weapons. Böse Weapons. Ja, was machst du hier, hä? Vegan. Keine Chance, sowas von keine Chance. Ey. Ein S-Doc. Gut, wenigstens etwas Gutes. Hey, wie viel kommen hier? Ah, da oben ist noch ein Schrein und da hat ein Schreineffekt gehabt, oder wie? Aber so ist Wirbelwind cool. So ist Zyklone richtig cool. Ist ja heftigst. So. Danke, danke schön. War ein super Kampf. Du hast Vorteile gehabt wahrscheinlich. Ein ganz weniges. Aber ich bin der Stärke, der umwerfend viel stärker. Wie der einfach stirbt durch World of Blades. Warum? Nein, jetzt bin ich wieder klein. Trockig sei. Oh, bist du schon tot? Oh, den Damage, den ich mache. Heftigst. Scheinbar muss ich noch ein bisschen Crit holen. Ist einfach am wichtigsten, dass ich da Crit kann. Die Fresse. Hey, was kann ich da nicht wirbeln? Eieiei, war das nervig. Genau hier ist irgendwas, da kann man nicht wirbeln. Du kannst mich stimmen. Ah, die wollen natürlich wieder quasseln. Tschüss, danke. Du auch, tschüss. Nicht schon wieder quasseln wollen. Also.
Schrott. Schrott. Naja. Schrott. Kein Stun Duration. Süß. Ja. Irgendwie schon ein bisschen. Nehme ich mit. Endlich mal wieder von diesen Jebel Orbs. Hei, hei. Du kommst rein, ja. Elemental Damage brauche ich nicht. Gut. Ah ja, jetzt habe ich ja kein Hardhit mehr, dann friere ich die Gegner nicht mehr so ein. Okay, die zwei mitnehmen. Und du? Ach komm. Spare ich dir ein bisschen auf. Ja, der gibt ja nie richtig gelbe Items. Hey. Schlimm. Ja, ja. Also mache ich noch ein Part dazu. Also das Wichtigste ist, dass ich vorwärts komme und ich brauche einfach Zeit. Also mache ich mehr Parts jetzt. Hätte ich euch noch mit mehr Parts beschenken, hä? Könnt ihr mich ganze Zeit schauen, bis ihr nicht mehr mögt? Das ist ja schon heftig, wie solche Spiele einfach Zeit brauchen. Also eben, ich kann nie eigentlich jetzt sagen, ich würde ein Pro oder irgendwas sein, dass ich einfach, mir fehlt einfach die Zeit. Also, war schon Wahnsinn, wie diese Spiele einfach die Zeit vergeuden. Also, ja, vergeuden nicht gerade, aber schon einfach benutzen. Man hat noch andere Sorgen auf dieser Welt, man muss nicht die ganze Zeit gamen müssen. Und dieses Game, das ist extrem, wie viel man investieren muss. Heftigst. Also, die Entwickler meinen, alle tun Handeln und Multiplayer spielen, oder? Aber das ist gar nicht so. Spielen sehr wenige Multiplayer und Handeln. Es machen nur die Lärm, die die ganze Zeit handeln wollen. Und das ist das Schlimme. Du wirst vollgestopft von Handelschats und alles Mögliche, wenn du die Chats anhast. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nichts an, schon die ganze Zeit. Ich bin sowas von frei, ich bin frei. Ja, frei. Ja, ja, aber die Spiele müssen immer wie mehr fressen. Die Entwickler bekommen ja gar kein Geld über, wenn sie nicht spielen. Deshalb muss man so richtig ins Zeug legen, dass man vorne mit Exalted. dass man vorne ja, mitkommt. Was spielen viele Leute, damit sie Erste sind? Wie viel spielen die? Spielen auf 3 PCs gleichzeitig 24 Stunden pro Tag? 25 Stunden pro Tag. Und dann 23 Stunden pro Tag, der nächste Tag. Aber auch nur, weil der da nur 23 Stunden dann hat. Ja, also eben für mich ist es halt nichts. Ich bin Let's Player, ich bin Sportler, ich kann da nicht mitkämpfen. Ich kann es nicht machen. Aber ich will ja euch auch eher, ja, richtig gut entertainen, also Spaß zeigen. Und ich hoffe, das kann ich für euch auch so, indem ich nicht der Beste bin. Natürlich würde ich mehr Leute anlocken, wenn ich der Oberpro wäre. Aber das ist Baudusau und das ist Kriperion und ja, alles möglich, aber nicht ich. Also, ich werde nie richtig High-Content zeigen können, eventuell. Weil ich merke jetzt schon, die
Die Season ist schon bald vorüber und ich habe noch nichts erreicht. Shaper ein bisschen gesehen, ja. Aber mehr nicht. Es tut mir also wirklich leid, bei mir seht ihr kein Endcontent momentan. Ich werde schauen, dass ich einen Ding habe, einen Charakter in der nächsten Season, um es zu zeigen. Aber alles andere, ja, wird schwierig sonst. Okay? Ich werde natürlich wieder Season machen, ich werde wieder ja, recht viel zeigen und ja, eventuell halt eine Season Pause, wenn es mir wirklich aus dem Hals liegt, aus dem Haus, am Hals hängt, weil die Season wurde gar noch nicht angekündigt, es wurde noch nicht viel, wie soll man sagen, es wurde noch nicht viel gezeigt, was es halt auch anders noch bietet, außer eben drei neue Channel Skills, die wahrscheinlich die wenigsten einsetzen wollen. Und ja, eben, ich habe mich wahrscheinlich jetzt schon entschieden, dass ich wahrscheinlich keinen der neuen Channel Skills einsetzen will. Das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Ich kann es ja euch mal zeigen, aber das könnt ihr ja nachschauen. Das habt ihr vielleicht schon nachgeschaut, wie der aussieht. Aber ich möchte einen, der relativ oben ist, diesmal nehmen. Einen mega starken Bild. Nur, ja, das muss ich kurzfristig dann sehen. Damit ich einfach euch auch ein bisschen mehr zeigen kann, gell? Also ich freue mich darauf. Aber ihr seht ja, ich werde genug zu beißen haben. Weil ich ja Self-Found spiele. Weil ich ja nicht so viel farmen kann und so weiter. Hard Knocks. Jetzt muss ich da noch schauen. Was kann ich noch? Area of Effect, genau. Okay. So, dann bedanke ich mich fürs Schauen dieses Partes. Im nächsten Part sehen wir dann den Boss Valour Soul. Und noch ein bisschen von Akt 3. Jupp. Also, Tschüssikowski. Auf Wiedersehen.